Also heute kann ich euch meinen Ginster zeigen. Es hat gerade geregnet. Ich sage mal 12 Stunden. Und er hat schon eigentlich eine beträchtliche Größe. Und er blüht wahnsinnig schön. Und es ist wirklich erstaunlich. Gestern waren ganz viele Bienen drauf. Und heute hat diesen Weg ein anderes Tier bewerkstelligt. Jetzt kann ich euch das zeigen, ganz oben. Findet man eine Schnecke. Was treibt diese Schnecke darauf? Und vor allem, wie hat sie diesen Weg geschafft? Sensationell, oder?